Hallo zusammen, heute geht's um diesen Katalog, den könnt ihr unten, habe ich den verlinkt. Und zwar um ein Elektroschema, was hier drin ist. Um dieses Elektroschema Gartenhaus. Und zwar haben wir ein Gartenhaus, es kann aber auch ein kleiner Bus sein oder ein Boot. Ihr habt eine Kühlbox, ihr habt eine Batterie, ich habe einen Solarregler mit Kabel bis auf die Solarzellen. Ich habe das Anschlusskabel für die Kühlbox und ich habe so ein Lampenset. Also wir haben hier aufgeführt die Batterie, eine 100 Ampere Lithium-Batterie. Das ist so ein Teil. Das Teil hat 1280 Watt Kapazität und eine Lebensdauer von 3000 Zyklen. Das heißt, wenn ihr ein Gartenhaus richtig intensiv nützt, kriegt ihr vielleicht 100 Zyklen hin. Bei 3000 Zyklen wären dann das 30 Jahre. Aber man könnte jetzt hier natürlich dieses noch ausbauen. Zum Beispiel könnte man zum Beispiel einen Wechselrichter anschließen. Ich habe hier so eine Kühlbox. Da habe ich weiter hier zwei Solarpanel, zwei Stück. Sowas in die Richtung 200 Watt, also 2x 100 Watt Solarpanel. Die muss ich aufs Dach montieren. Ich muss mit diesen Kabeln, das sind jetzt 5 Meter Kabel, zweimal, die stecke ich zusammen. Ich gehe vom Minus auf den passenden Stecker, gehe hier von dem Minus auf den passenden Stecker, hier auch schwarz auf schwarz, Minus. Vom Plus gehe ich auf das zweite Panel und dann komme ich hier mit dem Kabel an vom zweiten Panel. Und so habe ich zwei Panel hintereinander geschaltet, durch das, wenn eine Teilabschattung ist oder schlechtes Wetter, habe ich auch noch einen guten Wirkungsgrad. Und dann kommt hier dieser MPPT-Regler, das ist also Maximal Power Point Tracking. Das ist, der holt das Optimale aus den Zellen raus. Und wir haben hier dann eine Sicherung. Und das hier direkt auf Plus und Minus auf die Batterie. Also schwarz auf schwarz, rot auf rot. Ist eigentlich relativ einfach zum Anschließen, komme ich nachher dazu. Und wir haben hier eine Sicherung dazwischen. Wenn euch das Kabel durchbrennt oder irgendwas passiert. Und hier im App der Batterie, ich kann hier eine App übers Handy, sehe ich, was zum Beispiel reinkommt. Dann habe ich die Kühlbox drin mit diesem Kabel hier. Das ist eine Sonderanfertigung, auch wieder mit Sicherung. Hier auch rot auf rot, schwarz auf schwarz, also Minus. Und dann kann ich hier an dieser Kühlbox hier einstecken. Ich habe hier eine Distanz von 2,5 Meter. Wichtig ist, auch die Distanzen zu achten. Hier 2,5 Meter im Schreberhaus, Mainz-Häs oder so geht das. Das kann ich die Distanzen einhalten. Wenn nicht, muss ich die Kabel verlängern mit dicken Kabeln. Und hier auch wieder das Kabel hier anschließen. Weiter habe ich hier ein Lampenset. Lampen gibt es ja 12 Volt LED wie Sand am Meer. Wir haben diese bei uns im Shop, die kostet 18. Dann eine Klemme, ein 4 Meter Kabel und hier wieder Sicherung auf Plus und hier Minus. Wenn wir also diese Kabel hier anschließen, also alle roten Kabel bzw. hier alle mit den Sicherungen, hier drunter und die anderen hier, der Regler, die auch alle übereinander. So habe ich mein Gartenhaus ausgerichtet. Das heißt, hier habe ich über den Schalter
das Licht. Es gibt auch Lampen, die haben den Lichtschalter integriert. Dann die Kühlbox. Hier das Kabel aufmachen. Ich kann die hier anschließen. Die Kühlbox leuchtet. Da mache ich euch ein Video separat über dieses Kühlbox. Also ihr könnt damit autonom die Lampe betreiben und die Kühlbox und oben das Solarpanel. Und so habt ihr einen Grundstock für eine Anlage. Jetzt wenn ihr sagt, ja, ich habe da noch ein Radio oder ein Handyladegerät, das ist beides möglich. Aber bei diesem Grundstock liegen wir jetzt bei 1800 Franken. Das teuerste hier ist mit 900 Franken diese Batterie. Aber ihr könnt natürlich auch eine günstige Bleibatterie setzen, die vielleicht 300 Zyklen hat. Dann habt ihr die in 2-3 Jahren, ist die, ich sag mal, tot. Und so reden wir von 15 Jahren, die so eine Batterie locker hält. 20 Jahre überhaupt kein Thema. Ihr habt also hiermit, mit diesem System, eine langfristige Investition. Wenn ihr sagt, ja, ich will meinen Laptop da betreiben oder ich einen Akku schere, wo ich mal 230 Volt brauche, dann gibt es die Möglichkeit, das zu erweitern. Wir haben zum Beispiel hier so einen Wechselrichter, den findet ihr auch in diesem Katalog drin. Muss ich aufmachen. Den verlinke ich euch unten im Beschrieb. Hier habe ich einen 1500 Watt Wechselrichter. Hier gehe ich auch mit dem Kabel auf Plus und Minus. Ich habe eine Fernsteuerung, der muss in der Nähe von der Batterie sein. Und so kann ich zum Beispiel mit diesem Wechselrichter und der Batterie, wenn sie voll ist, in Kombination etwa 50 Kaffees rauslassen mit einer Nespresso-Kaffeemaschine. Oder ich kann dann auch hier, zum Beispiel habe ich USB-Anschlüsse, hier kann ich dann zum Beispiel mein Handy laden oder sonst irgendwas. Und durch das habe ich eine Erweiterung von der Anlage und da kommt ihr mit diesen 100 Watt Panels auch durch. Für die reine Kühlbox und ein bisschen Licht wird ein Panel reichen, aber der Aufpreis und der Aufwand der Installation ist nicht wesentlich größer, ob ihr ein Panel oder zwei Panel montiert. Ja, das ist so eine Gartenhausanlage und eine Gartenhaus-Solaranlage. Hier verlinke ich euch das Video zu dieser Kühlbox und hier ein Video zu dieser Batterie. Und hier unten das Video zu diesem Katalog, der aber momentan erst 2023 ist, aber es kommt. Wir stellen ihn schon aus, einen Teil haben wir lieferbar, aber die Solarzellen, die wir direkt aus China importieren, die sind noch auf dem Schiff. Ich wünsche euch einen schönen Tag.